Hallo Superheldenfreunde, hier ist Marv und heute gibt's ein kleines Angezockt zu Hero Zero. Das ist ein Browser-Game, wo wir uns von ganz einfachen, vollgefressenen Langweiler zum Superheld hocharbeiten. Wir haben Jahre des Fastfoods hinter uns und wollen jetzt einfach mal für die Gemeinschaft etwas Gutes tun und wir schauen uns das Spiel jetzt einfach mal an. Und für Superhelden seid ihr bei mir ja sowieso genau richtig und da habe ich gedacht, schauen wir mal rein. Wir erstellen jetzt erstmal unseren Helden, männlich, weiblich, sehen schon alle sehr super aus. Ich kann ja auch schon voreingestellte Leute nehmen. Also die sehen sehr witzig aus. Oh, der ist doch cool. Aber ich schalte jetzt hier erst nochmal durch. Ich will mir das nochmal genauer angucken, was es da alles gibt. Was für eine Frisur. Ich muss jetzt natürlich möglichst jemanden wählen. Entweder einen, der mir wirklich ähnlich sieht. Ja, also so Hero, Marv Zero mäßig. So vielleicht. Vom Kopf her. Ja, die Ähnlichkeit, wie ihr seht, ist nicht ganz so leicht hinzubekommen. Einfach mal so. Augenbrauen. Accessoire. Ich bleib vielleicht bei der Brille. Das wird ja immer besser. So. Ich habe das Spiel euch übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr selber mal raufklicken und das Spiel ein bisschen spielen. Und euch selber zum Superhelden machen. Ja. Gerade als Superhelden-Fan ist das doch etwas, was man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Ich werde jetzt hier diesen super erotischen Superbart nehmen. Ja, gehen wir mal weiter. Und ich melde mich kurz an. So, da sind wir auch schon in unserem Wohnzimmer angelangt. Ein Held ist geboren. Willkommen, Marv Zock. Gut siehst du aus. Aber kein Kostüm, keine Gadgets, keine Superkräfte. Na, dann lassen wir erstmal Taten sprechen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was kaufen vielleicht. Zu Hause im Hyphrendale. Früher ein Vorort wie aus dem Bilderbuch, haben sich in den letzten Monaten Störenfriede und Irre in Hyphrendale eingeschlichen. Man munkelt, jemand will die Grundstückspreise senken. Du hast dich entschlossen, in diesem Viertel aufzuräumen und seinen einzigen Glanz wiederherzustellen. Aber wo fängst du an? Eine gute Frage. Dort oben. Aber ich will erstmal meinen Held eigentlich so ein bisschen ausrüsten. Gehe ich wirklich jetzt in Unterhose auf die Straße? Ja gut, das ist, wenn man jahrelang YouTube-Videos macht, hat man irgendwann so einen Status erreicht, dass man einfach ganz locker mit Unterhose auf die Straße gehen kann. Und dann machen wir jetzt hier einfach unsere erste Mission. Schau dich in der Nachbarschaft nach Störungen um, die es dort geben sollte. Los geht's. So, Missionen dauern eine bestimmte Zeit. Genau, und dann können wir die überspringen. Mit so einem Donut. Das ist natürlich super. Oh, jetzt ist das Bild irgendwie komisch. Das wird sich sicherlich gleich wieder fangen. Jetzt können wir uns in der Nachbarschaft umschauen, aber ich werde erstmal den Donut jetzt verputzen. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Nachbarschaft wird von gruseligen Typen überschwemmt. Oh nein. Das wollen wir doch nicht irgendwie. Das geht so nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Heldentat vollbracht. Ja, wie ihr seht, ein Heldenalltag ist gar nicht so schwierig, wie man sich vielleicht gedacht hat. Ich gehe einfach nur noch draußen und schaue ein bisschen böse in der Unterhose und in einem feineren Unterhemd stehend. Schaue ein bisschen böse in die Gegend und die ganzen Leute, ja, werden gleich so ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob das an meinem Feinripp-Unterhemd liegt und meinem hocherotischen Bart, den ich habe, oder einfach an der unglaublichen Ausstrahlung, die man als Superheld einfach hat. Die gewonnene Erfahrung erlaubt mir, höhere Spielstufen und einen besseren Ruf zu erreichen. Natürlich kommt auch etwas Kleingeld bei rum, das ist natürlich super. Ist doch schön, wenn wir dafür Geld bekommen. Stufe 2, ich bin der Depp des Viertels. Oh, das ist ja auf jeden Fall schon mal etwas, womit wir anfangen können. Wir haben auf jeden Fall ein Level erreicht, ja, wo wir uns weiter bewegen können. Depp des Viertels, wir arbeiten uns jetzt hoch. Wir können jetzt ein paar Punkte verteilen. Bisschen mehr Kraft. Beeinflusst den Schaden, den ich pro Runde mache. Mehr Treffer. Beeinflusst, wie häufig kritische Treffer ich mache. Und wie ich ausweichen kann. Okay, dann machen wir erstmal ein bisschen mehr Schaden. Und ein bisschen ausweichen.
Ne, hier ein bisschen mehr Lebenspunkte. Klasse, deine Fähigkeiten haben sich verbessert. Damit stehst du im Kampf nun besser da. Im Übrigen kannst du Fähigkeiten auch direkt per Münzen kaufen. Aber was anderes. Wie siehst du eigentlich aus? Bist du so auf die Straße gelaufen? Ja, in Unterhose. Und also, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich bitte euch, Leute. Das so, Secondhand-Klamotten. So, ziehe einen Gegenstand auf das aufgeleuchtete Feld, um ihn zu kaufen und anzulegen. Dann wollen wir doch mal schauen. So viel Geld haben wir jetzt nicht. 25 Silbermünzen haben wir und wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Eine Hose oder so gibt's nicht, ne? Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich könnte jetzt hier eine Waffe. Handy des klingelnden Klingeltons. Smaragdgrüner oder den? Ich nehme den Smaragdgrünen. Secondhand, kein Problem, ohne Kostüm oder Spezialwerkzeuge. Zugegeben, dein Look ist verbesserungswürdig, aber ein Anfang. Angelegte Gegenstände verbessern übrigens auch deine Fähigkeiten. Du solltest dir also regelmäßig vorbeischauen. Kauf doch gerne noch etwas ein. Ja, jetzt habe ich wenigstens einen wunderbaren Bademantel an. Hugh Hefner lässt grüßen. Könnte jetzt hier mit der Steckerleiste. Kostet einen Donut. Das ist so eine Spezialwaffe jetzt. Nee, das ist ein Gürtel. Ich kann mir eine Steckerleiste als Gürtel anlegen. Das ist doch auch schon super. Eine halbfertige Gurkenmaske? Nee. Wäscheleine aus Schnur. So ein Umhang wäre doch super. Schimmliger Duschvorhang. Klasse. Oh Gott. Kann ich das auch wieder rückgängig machen? Für 5 Münzen verkaufen? Nee, ich wollte es nur wissen. So, ein paar Schuhe ziehe ich mir auch noch an. Es fehlen 5 Münzen, ja. Umhang oder Schuhe ist die Frage. Umhang oder Schuhe. Den kann ich auch nicht mehr nehmen, den auch nicht. Bei 5 Münzen geht nicht mehr viel im Laden. Das muss dann so reichen. Dann klicken wir einfach mal da drauf, um uns mit anderen Helden zu messen. So. Jetzt können wir Ihnen mal zeigen, wer die Hosen anhat, ja? Gugu, Vegeta ist auch irgendwo da. Vegeta, 198. Mein Mut ist bei 100. 100%, ja? Also ich mache richtig Damage. Wir machen gleich mal hier einen Angriff. Wow! Das wird ein richtig, richtig knapper Kampf hier, Vegeta. Aber er hat nur 130 Lebenspunkte. Also da müssten wir doch als der große Marv Zock durchkommen. Ich meine, mein schimmliger Duschvorhang, der hat auch so was. Wenn ich den nämlich mit der rechten Hand aushole, dann fliegen dem da dieser Duschvorhang so richtig ins Gesicht. Und ihr seht, das macht richtig Schaden. Da 12 Schadenspunkte. Und dann gibt's gleich nochmal einen, zack, nochmal 10 obendrauf. Also dieser Duschvorhang, den ich da jetzt schon seit 4 Monaten letztendlich in dieser Plastiktasche habe liegen lassen, der ist wirklich effektiv. Also hätte ich nicht gedacht, wir haben es geschafft. Wir sind ein Champ und haben gleich 5 Münzen und 198 Ehre erhalten. Super klasse Sache. Weiter geht's. Duelle gut gemacht, um noch stärkere Gegner zu besiegen, solltest du deine Fähigkeiten ständig verbessern. Das geht mit Fähigkeitspunkten, Gegenständen oder auch Training. Für jeden Sieg bekommst du übrigens Ehrenpunkte, durch die du in der Spielerrangliste aufsteigst. Super. Herzlichen Glückwunsch, bravo, ich habe das Tutorial abgeschlossen, das war ja ganz easy. Also gerade für uns Superhelden ist sowas ein guter Start, ein guter Anfang. Weiter geht's. Unsere Welt braucht mehr Helden wie dich. Oh, das hört man so gerne, ehrlich. Das höre ich einfach zu selten. Achte fortan auf das rote Ausrufezeichen. Es zeigt dir, was es als nächstes zu tun gibt. Hier noch ein kleines Geschenk für deine Heldenkarriere. 5 Donuts, 25% Missionsbooster. Cool. Wollen wir mal sehen, was wir jetzt machen können. Wir könnten jetzt da oben, aber ich würde gerne nochmal shoppen. Secondhand! Was ist denn das? Ein Gegenstand hier drauf, um ihn zu verkaufen. Nein. Neue Ware. Ich könnte noch hier... Ich will eigentlich diesen super coolen Föhn haben, ne? Zack. Das war es mir wert. Also wirklich. Ich kämpfe jetzt mit einem Föhn. Der schimmlige Duschvorhang-Man mit einem Föhn. Also, ich bitte euch. Wenn das nicht mal gut werden kann.
So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wollen wir doch mal schauen. Mein Held haben wir hier. Ich könnte hier noch eine großartige Geschichte irgendwie reinschreiben. Solltet ihr, das könnt ihr machen, finde ich. Ihr könntet in die Kommentare schreiben, wie die Hintergrundgeschichte von dem unglaublichen Marv zockt Depp des Viertels Duschvorhang Schimmelman ist. Also solltet ihr euch irgendwas Kreatives einfallen lassen, könntet ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, dann werde ich das dort eintragen. So, hier oben blinkt etwas. Meine Heldentaten. Das zweite Mal. Bestreite deine zweite Mission. Okay. Konkurrenz 2. Sieh dir die Rangliste an. Guten Tag, wie geht's? Besuche ein Heldenprofil. Eine Belohnung wartet. Oh, gibt's ja doch einige Aufgaben, die wir jetzt hier noch zu erledigen haben. Ich werde jetzt erstmal die zweite Mission machen. Schwing deinen Mauszeiger auf das Telefon und such dir eine von der drei Missionen aus. Vergleiche sie vorher, denn nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Belohnungen sind unterschiedlich. So, das rote Telefon. Schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Eine Kampfmission, Zeitmission hatten wir jetzt schon mal. Machen wir, weil die Zeitmission, die können wir dann überspringen mit dem Donut. Das geht ganz gut, die könnt ihr dann euch auch extra kaufen. Aber ich mache jetzt erstmal die normale Kampfmission. Haben wir hier eine einfache Kampfmission? Hilfeschrei einer verzweifelten Hausfrau. Ein Versicherungsvertreter hat sich Zugang zu ihrem Haus verschafft und langweilt sie mit Versicherungsmodellen und langen Tabellen fast zu Tode. Um Gottes Willen, zum Glück versicherst du ihr zu helfen. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Haben wir noch eine Zeitmission? Das waren die Zeitmissionen. Wir werden auf jeden Fall diesen Versicherungsvertreter jetzt erstmal vertreiben. Das geht auch nicht. Versicherungsvertreter kommt einfach ins Haus. Wir werden jetzt hier... Oh, schönen guten Tag, ich bin der Marv zockt Schimmel-Umhang-Man und muss Sie leider dazu jetzt auffordern, in dieses Haus zu verlassen. Denn nach Vertragsklausel § 27 Absatz 3 Stichwort B auf dem roten Zettel des Grünen Verbandbundes steht da drin, dass Sie nicht länger als 2 Minuten dieses Haus betreten dürfen. Leider sind Sie in diesem Haus schon länger als 2 Minuten, daher würde ich Sie jetzt ganz freundlich darum bitten, dieses Haus zu verlassen. Weil sollte das nicht passieren, lieber Versicherungsvertreter, werde ich meine unglaublichen Superkräfte anwenden müssen. Sie wollen sicherlich nicht eine Kostprobe meines schimmligen Umhangs haben. Und zur Not? Dieses Haus hat sicherlich eine Badewanne und ich habe einen Föhn. Also wie Sie sehen, ich bin gefährlich. Ich versichere Ihnen, lieber Versicherungskaufmann, es wird Zeit zu gehen. Jetzt. Und? Er will sich mit mir anlegen. Komm mal her, mein Freund. Hier, pass mal auf. Zack, und kriegst gleich noch eine. Mein Umhang, ja, der ist ja schon so, der steht schon. Weißt du? Ich kann damit schlagen und erwische ihn richtig. Ich muss aufpassen, dass er nicht zerbricht, weil er halt schon so steht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man gut unterbringen kann. Und Versicherungskaufmänner, die einfach in die Wohnung eindringen, müssen wir einfach, ne, hier so ein bisschen, zack, in die Fresse. Komm, Kollege. Ich will keine Versicherung. Ja? Funktioniert einfach nicht. Und dieser epische Bart, den ich habe, ist der super. Der sieht so echt aus, wie in Wirklichkeit bei mir. Oh, ist er ausgewichen? Ja, ich aber auch. Und jetzt? Was ist jetzt? Mission erfolgreich. Den Versicherungsvertreter hast du ganz schön vertreten. Hoffentlich hat er eine gute Krankenversicherung. Ha! Schenkelklopfer! So, Mission erledigt. Wir haben eine Münze bekommen, also dauert das noch ein bisschen, bis wir weiterkommen können. Ab Stufe 10 kriegen wir Zone 2. Schauen wir mal, ob ich so weit komme. Das dauert hier doch alles, ne? Also wenn ich jetzt hier auch meine Aufträge mache, die Zeitmission und sowas, ist alles etwas, was so ein bisschen Zeit kostet. Was haben wir jetzt hier? Die Rangliste sollte ich mir mal ansehen. Wo haben wir die Rangliste? Da ist die Rangliste. So. Jetzt werden sich sicherlich einige fragen, auf welchem Server ich spiele. Vor einiger Zeit gab es noch den Server 6, aber ich jetzt glaube, die 9, genauso wie ich, werden automatisch dem Server 7 hinzugefügt. Das sind ja wahnsinnig viele Leute, die hier mitspielen. Top 10. Schauen wir uns die Top 10 an. Anabolika auf Platz 1. Ja, ob der mal nicht cheatet, ey. Anabolika... Der hat sicherlich solche Medikamente genommen, damit das besser geht. Pfandzocker, Lord Löri, Kolibri, Happy 87, Helden der Nacht.
Es gibt sogar eigene Teams, die man machen kann. Und hier aber auch mit einem Vorsprung 115.517 Ehrenpunkte und Level 280. Das ist doch schon einiges, auf jeden Fall, was da gemacht werden kann. So, die Herausforderung haben wir jetzt auch. Besuchen Sie ein Heldenprofil. Dein Held? Nee, ich muss ein anderes Heldenprofil besuchen. Dann besuchen wir mal das Heldenprofil von Anabolika. Oh, ein Pirat mit einem Hund! Ja, Wahnsinn, der hat sogar eine Maske auf. Das ist ja cool. Ich will auch so einen speziellen Super-Piratenhund. Also da müssen wir, glaube ich, dann noch ein bisschen dran arbeiten, liebe Leute. Piraten. Oh, die geht aber voll auf Grips, ne? 60%ige Chance auszuweichen und 99,9% kritische Treffer? Ach du Schande. Die geht ja ab. Macht durchschnittlich 4.403 Schaden? 57.490 Trefferpunkte. Wie lang soll denn so ein Kampf gegen die gehen? Ja, irre. Angreifen. Oh, gute Idee. Nein, das lassen wir vielleicht. Wir kümmern uns mehr hier um die nächsten Herausforderungen. Erreiche Stufe 3. So, wollen wir nochmal gucken. Wir sind Level 2, braucht noch ein bisschen bis Stufe 3. Also werde ich nochmal eine Mission machen. Vielleicht nochmal hier so eine Zeitmission. Plaudere mit den Nachbarn darüber, was in der Nachbarschaft los ist. Los geht's. Ah, Frau Müller, schönen guten Tag. Ja. Oh, was ist hier? Schau dir ein Video an und verkürze die Missionszeit um 50%. Frau Müller will mir ihre heimlichen Home-Videos zeigen. Was kommt jetzt? So, ich bin wieder da. Zwischenzeitlich hat das irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt hier auch manchmal solche Grafikfehler, wie ihr seht. Weiß nicht, wie das kommt, aber die gehen jetzt auch gleich wieder weg. Und, ach, Frau Müller, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, das mit Ihrem Video, das hat ja nun nicht ganz so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Frau Müller, was meinen Sie, könnten Sie mir vielleicht erzählen, was in diesem Video vorkommt? Ja, also, ich muss Ihnen sagen, das ist von meinem Urlaub gewesen. Wir waren dort in der Bäckerei Mach 6 und das war in so einem Düsenjet. Da sind wir voll schnell hingeflogen und ich habe hier noch einen anderen Film. Und in diesem Film ist es so, dass man da eventuell die Bäckerei des Düsenjägers von hinten sieht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man jetzt groß anpreisen kann. Aber warum gehen Sie denn schon wieder, Herr Marfzock? Ich meine, ich wollte Ihnen doch noch so viel erzählen. Mission abgeschlossen. Schreiende Irre, schwätzende Highschool-Schläger, pöbelnde Obdachlose. Und die sind nicht mal aus Highfrondale. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, aber was sollte man machen? Und was man machen wird, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist noch ein Link, auf den ihr klicken könnt, um das Spiel selber zu spielen. Ich schaue es mir noch ein bisschen an und mache sicherlich, glaube ich, nochmal ein Video dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Das Video ist noch gar nicht vorbei. Jetzt sozusagen so zum Ende bin ich der Depp des Drittels geworden. Stufe 3. Yeah, Leute. Super Sache. Level 3 und wir haben gleich die 5. oder 6. Herausforderung abgeschlossen. Gut gelaufen.